123,5 rote Schuhpaare waren am Donnerstag über den Tübinger Marktplatz verteilt. Jedes Paar steht für die Geschichte einer ermordeten Frau in Deutschland. Wie die von Susanna L., die im Jahr 2007 von ihrem Ex-Ehemann am Stuttgarter Flughafen erschossen wurde. Auf solche Geschichten wollte der Verein Frauen helfen Frauen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Die neueste Bundeskriminalamtsstudie sagt, dass ungefähr jeden zweieinhalbten Tag eine Frau ermordet wird. Deshalb eben statistisch 123,5 für ein Jahr. Wir haben heute die Zahl von 2020 bekommen. Also letztes Jahr sind 139 Frauen getötet worden. Die Red Shoes Installation, also das Niederlegen von roten Schuhen, stammt aus Mexiko. Die Künstlerin Elina Chauvet wollte damit auf in Mexiko verschwundene, getötete und misshandelte Frauen hinweisen. Diese Idee verbreitete sich dann international. Verbunden wird die Aktion auch mit einer klaren Forderung. Wir finden es sehr, sehr wichtig, dass eben diese Tötungen von Frauen als Femizide erkannt und benannt werden, weil bisher medial oder eben auch bisher das nicht ein eigener Straftatbestand ist, Tötung von Frauen, das ist eben unter der Rubrik Partnerschaftsgewalt. Medial kennen Sie ja sicher, sind es die klassischen Beziehungsdramen, Eifersuchtsdramen oder Tragödien. Ein Femizid ist der vorsätzliche Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Morde an Frauen explizit als Femizid zu bezeichnen, würde eine andere Form der Aufmerksamkeit schaffen, so Schöller abschließend.